Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Spotting Day, Folge 6. Heute in Düsseldorf Hauptbahnhof. Dies ist der RE19 von Bocholt nach Düsseldorf Hauptbahnhof, der jetzt hier wendet und dann wieder zurück nach Bocholt Hauptbahnhof fährt. Nebendran der RE4 nach Dortmund Hauptbahnhof. Über Ennepetal, Hagen Hauptbahnhof, Wetter und Witten Hauptbahnhof. Und RE4 hat Ausfahrt. Einfahrt ICE 3. Einfahrt RE6 nach Minden.
Na, was kommt denn da Schönes reingefahren? Sehr, sehr schön. Was versteckt sich da hinten? Könnt ihr es erkennen? Ich kann es leider noch nicht erkennen. Das wird jetzt auch immer deutlicher. Warten wir es einfach mal ab. ICE 3 hat Ausfahrt. Und der Niers Express hat Einfahrt. Mit drei Triebwagen. Und die Eurobahn hat nach Venlo hat Ausfahrt. Und das Geheimnis um die Lok von vorhin, die wir noch nicht genau erkennen konnten, lüftet sich. Eine 218 in einem wunderschönen Blau bahnt sich ihren Weg in den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Wunderschön. Da hinten die ultimative Kurve, kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof, wenn man von Köln kommt. Und jetzt genau um die Kurve rum, dann geht es weiter nach Leverkusen und schließlich Köln Hauptbahnhof. Der Zug nach Köln-Nippes hat Ausfahrt. Und an Gleis 8 hat angehalten, Regionalexpress 2 nach Osnabrück Hauptbahnhof, der hier wenden wird und dann von der Steuerwagen. RE 10 nach Kleve macht sich auf den Weg. Sorry, da war ich ein bisschen spät dran. Gleis 7 hat Einfahrt, RE 13. Thank you.
Tja, im Moment ist hier leider nicht viel los, aber ich hoffe, das wird sich noch ändern. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Ich werde hier noch einiges zu filmen kriegen, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr seid weiter dabei und habt Spaß mit dem Video. Und ja, ich will gar nicht weiter quatschen. Habt einfach Spaß. Viel Vergnügen. Euer der Danny Spieters. Der E13 nach Hamm Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Und der RE19, der mich hier nachher nach Düsseldorf gebracht hat, müsste jetzt auch gleich Ausfahrt haben. Stunde 15 fährt er. Halb eins möchte er in Bocholt sein. Das heißt, er müsste sich jetzt langsam auf den Weg machen. Zurück nach Bocholt Hauptbahnhof, beziehungsweise Bocholt Bahnhof, so herum gehört. Was mir auffällt hier, es sind hier sehr viele ICE3, die hier zu fahren sind, beziehungsweise die hier fahren. Also ist jetzt schon der vierte oder fünfte, der mir hier über den Weg fährt, oder der hier einfährt. Es sind aber auch einige ICE4 hier anzutreffen, was allerdings noch gar nicht war. ICE 2 oder 1, und es war bisher nur ein Regionalexpress in Form von Doster und 146. Ansonsten sind hier relativ viele Triebwagen unterwegs, in allen möglichen Formen. Ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob das normal so ist oder was wirklich so ist oder ob das nur heute so ist. Klärt mich gerne auf, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. So, und ich würde sagen, für heute war es das. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Das war's mit Folge 6, Spotting Day in Düsseldorf Hauptbahnhof. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Habt ein schönes Pfingstwochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao, Servus und Tschüss.